sind auf der Musikmesse in noch geile Autos gibt. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil die Bühne, auf der ich heute Abend spiele, ist größer als ich gedacht habe. Das ist total toll. Wir haben den Uwe gerade schon getroffen und ich wurde herzlich empfangen und ich freue mich auf heute Abend. Und jetzt werden wir ein wenig die Messe unsicher machen. Ich habe Schnaps-Intus und bin kurz vor meinem Auftritt bei iMusic One. Ich freue mich. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das wird natürlich toll. Und ich hoffe, dass ein paar Leute da sind, sich das anschauen werden. Und auch Oliver Hartmann noch hier. Der Leon ist auch da. Wahnsinn. Das gibt's auch da. Der Amanda ist noch da. Das ist richtig hier. Hier geht's noch ab. Hier geht es noch ab. Ja, das letzte. Der Headliner-Auftritt jetzt zum Schluss, ja? Und das im Grunde genommen auch einen Tag nach deinem Geburtstag. Julia hat nämlich gestern Geburtstag. Tag auf der Musikmesse. Wir hatten einen tollen Tag. Ich habe wieder sehr viele nette Leute kennengelernt. Liegt vielleicht auch am Bein, dass wir schon nicht. Nein, natürlich nicht. Ich hatte schon sehr viel Spaß. Wir haben die Sonne genossen und wir genießen jetzt gerade ein total schönes, gemütliches Essen. So, that's Michael and I saw him. And I'm so proud of you that you have the right words for her. And I had the right words because of you. You put the pressure on. You were pressuring me. You said, oh, I noticed you didn't sing the right words today. And I went, shit, I have to go home and really think about this now. I really have to think about this. Can I swear on your show? Scheiße. Yes, it was way much better. Way more popular. I like that. Yeah, way much better. Isn't there a Devin water? There is a Devin water. Absolutely. Cheers. There is a Devin water. There are actually Devin water commercials. And if you look at the bottom of this vlog here, you'll see a link to it. So, ich bin wieder zu Hause. Ich hatte zwei tolle Tage in Frankfurt auf der Musikmesse mit vielen, vielen tollen neuen und bekannten Leuten. Das war sehr, sehr schön. Ein riesen Dankeschön an WeTunes für das schöne Interview und vor allem an iMusic One für den Slot auf der Bühne am Freitagabend. Das war sehr, sehr cool, das war großartig und hat viel, viel Spaß gemacht. Danke, die Slots für mich organisiert hat und mich mit vielen tollen Menschen bekannt gemacht hat und mir vorgestellt hat. Das war sehr schön, ich bin zu Hause, fall jetzt müde und glücklich ins Bett und ich hoffe, ihr seht dann bald die Ergebnisse von der Musikmesse, das Musikvideo oder mein Auftritt von der iMusic One Stage und mein Interview bei WeTunes. Auf bald. Tschüss.